Wie hältst du länger beim Sex durch? Das ist die Frage, die wir uns heute anschauen wollen. Ich habe dir drei Tipps mitgebracht, wie du länger durchhältst. Wir starten direkt los ins Video mit Tipp Nummer 1. Und zwar ist das Atmung. Atmung ist eine ganz wichtige Sache. Du wirst merken, und da kannst du mal drauf achten, wenn du kurz vor dem Kommen bist, kurz vor dem Orgasmus, egal ob du dich jetzt selbst befriedigst oder ob du Sex mit einer Frau hast oder einem Mann, wenn du kurz vor dem Kommen bist, dann ist deine Atmung schneller. Generell, wenn du beim Sex bist, atmest du schneller. Hat natürlich auch teilweise was damit zu tun, dass du eine Art von Sporttätigkeit machst, je nachdem, in welchem Tempo ihr gerade Sex habt. Aber generell wirst du feststellen, deine Atmung ist schneller. Und diese schnellere Atmung sorgt dafür, dass du schneller zum Höhepunkt kommst, weil dein Körper es bereits gewohnt ist, dass je näher du dem Höhepunkt kommst, desto schneller atmest du. Also das ist eine Sache, die ist konditioniert in deinem Körper. Das heißt, deine Atmung wird schneller und du näherst dich dem Höhepunkt. Und was du da machen kannst, ist einfach aktiv dagegen zu arbeiten, dir mal bewusst zu werden in dem Moment, okay, jetzt bin ich kurz vorm Kommen, aber wirklich tief einzuatmen. Und deine Atmung zu verlangsamen. Am besten atmest du in den Bauch, nicht in die Brust. Atmung hat auch mit unserem System zu tun. Na, es gibt das, jetzt weiß ich den Namen, das sympathische und das parasympathische System, also das eine System, was aktiviert wird, wenn wir in körperlicher Leistung sind, wenn wir Sport machen, dann ist das das sympathische System, und das parasympathische System ist das Entspannungssystem. Das kannst du zum Beispiel triggern, indem du langsamer atmest. Ne? Und du bist ja im sympathischen System, wenn du Sex hast, wenn du kurz vor dem Höhepunkt kommst, dann ist da Action, körperliche Action. Und dann kannst du es ausgleichen, indem du die Atmung machst, parasympathisches System, und das ganze System, deinen ganzen Körper damit ein bisschen runterfährst. Und so kannst du sehr effektiv den Orgasmus verlängern bzw. die Zeit verlängern, die du zum Orgasmus brauchst. Und das Ganze ist auch wunderbar kombinierbar mit der zweiten Sache, dem zweiten Tipp, nämlich, dass du Spannungen löst. Das ist auch eine Sache, die beobachte mal, das macht jeder von euch. Das macht jeder Mann. Wenn du kurz vor dem Kommen bist, dann achte mal darauf, wie angespannt dein Beckenbereich ist und dein Beckenbodenbereich. Also Beckenbodenbereich ist der Teil zwischen deinem Arschloch und deinem Penis. Und genau, also achte mal drauf, wie angespannt das ist und wie angespannt allgemein dein unterer Körper ist. Und du wirst merken, kurz vor dem Orgasmus, je näher du dem Orgasmus kommst, desto mehr Spannung ist da drin. Und eine der effektivsten Methoden, um den Orgasmus herauszuzögern oder um ihn sozusagen aufzuschieben, ist, dass du diesen Körperbereich entspannst, dass du ihn aktiv entspannst. Und da kommt wieder die Atmung mit rein, denn wenn du aktiv atmest, dann ist es natürlich noch einfacher, diesen Körperbereich zu entspannen. Atme mal in diesen Körperbereich und dann entspann den mal. Also aktiv wirklich die Spannung rausnehmen. Du wirst auch merken, kurz vor dem Orgasmus ist dein Penis ja angespannt. Nimm da mal die Spannung raus. Und dann wirst du feststellen, wenn du da die Spannung rausnimmst, innerhalb von Sekunden wird, ich sag mal, dein Ich-komme-gleich-Level von hier auf da abfallen. Naja, und wenn du die Spannung wirklich komplett mal rauslässt, dann wirst du merken, es fällt dir auch relativ schwer zu kommen. Ohne diese Spannung ist es deutlich schwerer zu kommen, und ohne diese Spannung ist auch die Reibung in der Frau, also in ihrer Vagina, dann nicht mehr so stark. Also es ist einfach schwächer. Weil wenn du es anspannst, dann reibst du deutlich stärker an den Innenwänden. Und wenn du es aber locker lässt, dann ist deutlich weniger Reibung da. Und so kannst du ganz effektiv und super einfach deinen Orgasmus verzögern, deinen Orgasmus länger hinausschieben. Das ist die effektivste Methode überhaupt. Spannung aus dem Körper rausnehmen ist die effektivste Methode überhaupt. Und du wirst merken, je intensiver du Sex hast, je härter du Sex hast, desto mehr Spannung ist drin und desto schneller kommst du auch. Nimm die Spannung raus, nichts funktioniert besser, als die Spannung rauszunehmen. Und Nummer 3, das ist die Sache, die du dann machen kannst, wenn du merkst, 1 und 2 haben jetzt nicht funktioniert, ich bin einfach zu nah dran. Wobei 2 Spannung rausnehmen immer funktionieren sollte. Aber Nummer 3 ist, dass du dann wirklich einfach mal eine Pause machst. Mach einfach mal eine Pause. Und du kannst diese Pausen wunderbar nutzen, um zum Beispiel die Stellung zu wechseln. Ja, du bist irgendwie Missionarstellung und dann nimmst du sie von hinten nach einer kurzen Pause. Ne? Oder du machst eine Pause und du leckst sie ein bisschen. Oder du machst eine Pause und lässt sie von ihr einblasen oder irgendwie sowas. Du kannst die Pausen wunderbar nutzen, um Petting zu machen, um vielleicht ein bisschen mit dir rumzumachen, um vielleicht euch einfach kurz in den Arm zu legen und kurz für ein paar Minuten auszuruhen. Und nach so einer Pause kannst du normalerweise wieder
ordentlich durchstarten. Und wenn du dann das Ganze nach der Pause kombinierst mit dem Druck rausnehmen aus Tipp Nummer 2, dann dürftest du deutlich weiter vom Orgasmus weg sein, als du es vorher warst. Was ich nicht empfehlen kann, ist zum Beispiel in Fantasien abzutauchen. Weil in Fantasien abzutauchen oder sich irgendwelche komischen Sachen vorzustellen, wie dein Vater malt deine Deckenwand an oder so, das, klar funktioniert das, aber das ruiniert dir und auch ihr den Spaß am Sex. Also dann bist du halt nicht ganz anwesend und dann macht es für beide weniger Spaß. Und dann ist ja der eigentliche Sinn von Sex auch sinnlos, sag ich mal. Deswegen ist das ein Tipp, den ich nicht geben kann. Halte dich lieber an die 3 Tipps, die ich dir eben mitgegeben habe. Gerade Druck rausnehmen, gerade in diesen Druck reinatmen, den rausnehmen, mal eine Pause machen. Mit diesen Tipps bist du bestens beraten und solltest es ohne Probleme hinbekommen, deinen Sex zu verlängern. Morgen werden wir darüber sprechen, weil das auch eine Frage ist, die ich immer wieder bekomme, wie wichtig denn die Penisgröße für dich als Mann ist oder allgemein beim Sex ist. Wenn dich das interessiert, schau morgen unbedingt wieder vorbei. Geil, dass du dabei warst. Fragen, Videovorschläge kannst du immer in die Kommentare schreiben. Das weißt du hoffentlich. Wir sehen uns morgen zum Penis-Video wieder. Bis dahin, ciao.